Alle 7 Jahre findet ein Wettkampf unter den besten Killern der Welt statt. Ja, und wir dürfen quasi live dabei sein. Ja, willkommen beim Sammlerplatz. Heute ein schickes Steelbook von Nameless Media. The Tournament. Ja, unter Fans dürfte der Film ja jetzt schon einiges hervorrufen. Denn damals, als der rauskam, ich glaube so 2009, hat er doch schon einiges Aufsehen erregt, weil der Film doch schon durch seine Härte und durch seinen handgemachten Effekte dann einiges bei den Fans hervorgerufen hat. Da kommen wir aber gleich später zu der Kritik. Wir gucken uns jetzt erstmal hier dieses Frontcover des Steelbooks hier an. Und wir sehen, es ist gezeichnet. Yay! Ich finde es auch das schönste Cover von allen. Es gibt auch realistische oder Alternativcover einige. Aber ich habe gewartet, bis eine schöne Edition rauskommt. Und die habe ich jetzt hier quasi. Naja, gewartet habe ich nicht. Also ich habe dann irgendwann mal zugeschlagen, als es sich ergeben hat. Und ich finde, bei diesem Cover lohnt es sich richtig. Also das finde ich schon wirklich sehr, sehr schön gemacht. Wegen Rames sehen wir hier, der spielt auch quasi so mit die Hauptrolle. Kelly Hu. Und der Pfarrer, weiß ich jetzt gar nicht, wie der heißt. Auf jeden Fall gefällt mir sehr gut. Es ist mal irgendwie alternativ gezeichnet. Irgendwie so in diesem Stile habe ich es jetzt noch nicht so oft gesehen. Ich weiß auch gar nicht, wer der Künstler jetzt hier ist. Da steht da. Esciotti, ist das ein Italiener? Kennt ihr euch damit aus? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sehr, sehr schön. Dann der Spine. Die Rückseite, wie es sich heutzutage gehört. Ohne Krimskram, also ohne Beschreibung. Dann den Zettel habe ich abgemacht. Aber, da kommen wir jetzt zu was Positives, genau, von Nameless. Nameless ist nämlich, ich weiß nicht, mit fast eigentlich das Einzige, da kommen wir nämlich jetzt erstmal direkt zu, ich muss erstmal direkt dieses Label loben, die Einzige, die es schaffen, einen Flyer bzw. ein Backcover zu machen, das doch tatsächlich, ohne dass man irgendwas abknicken muss oder abschneiden muss, in die Edition reinpasst. Die haben es genau so in der Größe gemacht, dass man es hier reinschieben kann. Ist das gut? Also das hat bisher noch kaum ein anderes Label hinbekommen. Und ich bin froh, dass hier endlich mal es ein Label geschafft hat, dass man ja den Flyer quasi in die Box reintun kann und er genau passt. Also das, ja, ich verstehe nicht, warum das niemand hinbekommt. Ja, mit Booklets kriegt man es auch hin. Man kann doch einen Flyer machen, der zwar hinten nicht das komplette, also wenn man es jetzt auf der Rückseite macht, also muss ich mich, entschuldige mir leid, aber jetzt muss ich mich mal aufregen. dass man zwar auf der Rückseite, dass das natürlich nicht das komplette, die komplette Rückseite auffüllt, aber dass man wenigstens dann das Dingen in die Edition reinpacken kann, weil dieses Rumgeflattere, das nervt doch sowieso, das macht doch eh jeder ab. Und ja, ne, Nameless Media, ein ganz großes Kompliment, ihr habt's hinbekommen. Wahnsinn. Ja, dann gucken wir uns erstmal den Flyer an, denn da ist eine Limitierungsnummer drauf, hier auf der anderen Seite, genau. Nameless Media Nummer 258. Genau, Remastered Edition. Ob man von einem Film, der gar nicht so alt ist, schon eine Remastered Edition braucht, weiß ich nicht. Aber Uncut natürlich in HD. Und ja, sehr schön. Ihr könnt euch nochmal die Story kurz durchlesen, auf Pause drücken. Kennt das ja, das Spielchen. So, genau. Auf der anderen Seite steht quasi dasselbe, nur ohne die Limitierung. Sehr schön auf jeden Fall. So, dann tun wir den Flyer mal wieder. Ach ja, genau. Könnt man schon sehen, hier ist einer der deren. Tun wir die CD auch mal hier raus. DVD. Nein, die Blu-ray. Ist das eine? Die Blu-ray. So, Mann. Da sehen wir Ring Rhames und Ian Somerhalder in ihren Rollen. Ja, auch das haben sie geschafft, ein Inlay-Cover zu machen. Nameless, sehr, sehr positiv. So, dann haben wir hier noch, und noch ein kleines Booklet ist auch noch dabei. Mit Interviews sogar und Informationen über den Film, über die Figuren. Sehr, sehr schön. Jetzt weiß ich gar nicht, von wem es geschrieben wurde. Müssen wir mal eben gucken. Wer hat das Interview geführt? Nando Rona, Text und Interview. Ah ja, Nando Rona, auch bekannt
aus vielen Mediabooks. Genau, und hier sehen wir nochmal Ving Rhames. Genau, sehr, sehr schick. Die ganze Ausgabe hier hat wirklich Nameless sehr, sehr schön gemacht. Und ich habe es für 15 Euro bekommen. Also Leute, also da kann man dieses Label mal wirklich unterstützen. Die sind ja auch dafür bekannt, viele Büsten rauszugeben zu ihren Editionen. Dazu gab es auch eine Büste mit diesem Steelbook, aber das habe ich natürlich jetzt nicht. Der Film selber hat schon seine Härte. Die Optik hat mir teilweise nicht so zugesagt. Und ja, manche Story-Logik-Löcher lasse ich jetzt auch mal außen vor. Insgesamt ist der Film jetzt vielleicht nicht so der Kracher, wie er jetzt vielleicht teilweise gehypt wurde. Aber für Fans auf jeden Fall doch ein schicker Actionfilm mit einigen deftigen Einlagen. Kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Ist jetzt aber prinzipiell kein Muss. Ich würde ihn ungefähr so vergleichen mit, so von der Art her hat er mich komplett an, wie heißt er, Universal Soldier, Universal Soldier Day of, Entschuldigung. Ich fange nochmal an. Der hat mich vom Stil her ein bisschen erinnert an Universal Soldier Day of Reckoning. So, Herrgott, jetzt haben wir es. So von der ganzen Atmosphäre, von der Härte, von der Machart, irgendwie sind auch im ähnlichen Zeitraum entstanden, also kann man schon so miteinander vergleichen. Und wenn man den einen Film gemocht hat, dann weiß man, kann man sich auch mal den anderen Film angucken. Sind jetzt keine Oberkracher, aber so Genrefutter für zwischendurch, dafür ist es auf jeden Fall ganz gut. Und aber diese Edition ist wirklich sehr, sehr schön und wirklich top. Also ich habe das Label ja schon gelobt, von daher muss ich es jetzt nicht nochmal machen, aber ne, das passt auf jeden Fall. Und damit genug gebabbelt, ich muss jetzt was trinken, ich habe einen ganz trockenen Mund vom lauter Schwafeln und deswegen mache ich jetzt Schluss. Bis zum nächsten Mal, ich danke euch.